Hallo zusammen zu einem Update-Video von meinem Woll-Geschehen. Ich sag's mal so. Gleich mal vorab, sowas wird jetzt nicht regelmäßig kommen, von wegen alle 3 Wochen oder alle 2, sondern wenn, dann rede ich in meinem regulären Update darüber, wie das so läuft. Warum ist das? Ach so, ja, stimmt. Kess hat mir vorhin den Faden gefressen. Ich habe gerade gefragt, warum das hier so nass ist. So, aber ich habe mir gedacht, ich setze mich hier hin und stricke ein bisschen mit euch. Erzähl da jetzt noch ein bisschen drüber. Und ja, möchte eben diesen Pullover soweit abschließen. Denn es ist nur noch das hier übrig, so um die 20 Gramm. Ich bin gerade dabei, das Bündchen zu machen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, um darüber zu reden, wie es jetzt dann weitergeht. Und zwar, einerseits Dankeschön für dieses durchaus durchweg positive Feedback. Es ist halt nicht so ganz leicht, sein Laster dann so zu zeigen. Aber es gab eigentlich durchweg nur positive Rückmeldungen. Einige haben auch gesagt, sie haben noch mehr Wolle. Das ist ein bisschen beruhigend. Aber dennoch, es ist halt, ja, schön zu lesen, dass man da nicht verurteilt wird dafür. Weil das ist halt so die größte Sorge in die Richtung, die ich hatte. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es halt so, ne? Oh, auf jeden Fall danke für das positive Feedback. Es gab einige Tipps oder Vorschläge. Einer war nach Farbe sortieren und das klappt nicht so, wie ich meine Wolle verarbeiten möchte. Aber unter dieser Kategorie, zum Beispiel eben habe ich Bobble und Pullover und Stränge, da kann ich es nach Farben sortieren, ja, aber ich kann nicht die komplette Wolle nach Farbe sortieren. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich viel zu viele unterschiedliche Qualitäten habe und die sich untereinander teilweise gar nicht so vertragen. Außerdem möchte ich eben direkt am Körper keine Acrylwolle tragen. Als Jacke oder so, ja, oder als Decke, aber nicht als Mütze, nicht als Pullover oder als Shirt und ja. Deswegen habe ich das eben so gemacht und bin mit dieser Sortierung durchaus sehr zufrieden bis jetzt. Wie ich weiterfahre mit meinem Abarbeiten, das seht ihr dann gleich im Anschluss. Da zeige ich euch, wie man auf Ravelry Vorlagen suchen kann. Oder überhaupt stöbern kann. Und eben auch speziell nach Garnen suchen kann. Des Weiteren möchte ich vielleicht auch wirklich mal was Neues probieren. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin nicht der Freund vom Häkeln. Das ist auch weiterhin so. Aber ich habe viele Bobbel und Bobbel eignet sich nun mal eigentlich gut zum Häkeln. Vielleicht probiere ich es. Also sagen wir es nicht so. Ich möchte es probieren. Ich habe jetzt mal in den letzten 2 Tagen mal meine Nadeln so weit rausgekramt. Ich habe aber hier so Schmerzen im Unterarm. Deswegen wird das schwierig werden, auf Dauer da was zu machen. Zumindest für den Anfang. Ich muss halt hier die Muskulatur erstmal aufbauen. Aber da komme ich zu Sachen, die ich gerne machen möchte mal. Das hier ist gestrickt. Das ist ein kleines Heftchen von Lana Grossa. Ich glaube, das gibt es so gar nicht mehr. Das ist jetzt auch schon älter. Das hat aber gerade mal 1 Euro gekostet. Wenn es scharf stellen würde, stell scharf. Geht doch. Das habe ich, meine ich, von Mein Filati. Und mir hat da ein Bolero sehr gut gefallen. Jetzt muss ich den mal suchen, weil das Ding ist hier so im Zickzack gefalzt. Und man hat
halt hier den Schal und dann steht hier hinten drin das eine Modell, dann das andere Modell. Deswegen muss ich ja ein bisschen aufpassen, dass ich euch da nicht zu viel zeige. Aber das ist dieser Bolero. Der sieht so schon mal schick aus. Da gibt es noch ein besseres Foto von. Der Pullover hier ist auch nicht schlecht. Gefällt mir auch ganz gut. Aber eigentlich war das gute Stück hier der Grund. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte den unbedingt stricken und ich habe hier diese Alice Cotton Gold. Das ist eine Acryl-Baumwollmischung. Die wiederum trage ich echt gerne. Würde ich mir dafür eventuell Wolle nachkaufen. Ich habe in Grau was hier, ich habe was in Pink hier, ich habe was in Rot, in Grün. Muss ich mal gucken, was passen würde. Aber das wäre so ein Ding, da würde ich eventuell nachkaufen, um die hiesige Wolle aufzubrauchen. Des Weiteren habe ich hier von Woolly Hux einmal ein Häkelideen mit Bobbel. Ich glaube, ich habe noch ein zweites, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Da gibt es schon auch ein paar schöne Sachen. So ist es nicht. Aber vieles davon sind Jacken oder so. Wie zum Beispiel das hier. Mal gucken, ob ich das abarbeiten möchte. So. Der gefällt mir tatsächlich ganz gut. Nee, es ist ein Cape. Das Cape gefällt mir ganz gut. Ich dachte, das wäre ein Schal. Oder ein Tuch. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Ein Granny Square Jäckchen. Dieses Tuch wäre vielleicht was. Aber ja, da gucke ich mich halt eben einfach mal durch, was so passen könnte. Und ich habe noch Bobbelisches. Kleidung, Tücher und mehr im Fahrverlauf häkeln. Vielleicht kann ich mich da auch ja nicht unbedingt überwinden, aber durchringen. Sieht mir dasselbe, eins zu machen, weil auch das sind schöne Vorlagen, schöne Tücher. Gibt es einmal mit Strickschrift und ausgeschrieben. Ja, da muss ich mal in Ruhe durchgucken, aber diese zwei Bücher habe ich zum Häkeln. Das kleine Heftchen von Lana Grossa. Aber bevor ich jetzt irgendwas in die Richtung anfange, wollte ich halt mal hier das Bündchen fertig gestrickt haben. Ja, meine Bobbel habe ich nochmal ausgemistet. Die ich erstmal nicht verarbeiten möchte, sind in einen Vakuumbeutel gewandert. Und dann habe ich halt eben mit dieser Idee gespielt, eventuell zu häkeln. Ja, natürlich wurde es ein Bobbel, der einvakuumiert wurde. Aber ja, da habe ich dann halt eben gemerkt, okay, da fangen die Probleme an mit der Hand. Das ist jetzt einfach nur ein Anfang. Es ist nichts Besonderes. Aber ich habe irgendwie ein Problem mit dem Gegendrücken. Also hier tut das wahnsinnig weh. Und na, was heißt wahnsinnig? Es ist wirklich unangenehm. Da muss ich aufpassen, dass ich mir nichts verletze. Deswegen halte ich das hier gerade total komisch, weil das ist angenehm. aber deswegen möchte ich mir eigentlich gerne Handstulpen stricken, die einen Daumenkeil haben, die auf jeden Fall bis hier ungefähr gehen und ungefähr hier. Einfach, ja, und auch hier ein gutes Stück runter, einfach damit dieser Bereich warm bleibt. Weil die Idee war, Ballerinas oder auch Eiskunstläufer, die haben ja so Stulpen um die Beine. Ja, Knöchel bis hoch, also über die Waden hoch Richtung Knie. Einfach damit die Muskeln und die Sehnen warm bleiben und sich Verletzungen minimieren. Die bleiben zwar nicht komplett aus, aber es wird minimiert. Und
Meine Überlegung war, wenn ich mir jetzt hier auf jeden Fall mal eine Handstulpe mache, die bis ungefähr hier geht und eben diesen Daumenballen abdeckt und ja, hier die Sehnen, dass das eben von der Wärme her dann passt, damit das sich auskurieren kann und so. Natürlich hilft auch Ruhe, deswegen ich erstmal nur stricke und auch nur mit größeren Nadeln. Was mich dann wieder zum nächsten bringt, ich möchte meine Projekte gerne mischen in Bezug auf Nadelstärke. Ich möchte gerne größeres verstricken mit Nadelstärke 6 aufwärts, damit ich eben meine Hände auch ein bisschen schonen kann. Ich merke das an der Jacke. Es ist sehr angenehm. Der Pullover hier ist auch relativ angenehm. Man, das Bündchen mache ich mit Nadelstärke 5. Der Rest hier war mit 6 gestrickt. Das war ebenfalls richtig angenehm. Weswegen ich vielleicht Fäden öfters jetzt doppelt verstricke. Oder ja, ein Faszienball. Irgend sowas in die Richtung holen, damit ich halt hier diese Fläche ein bisschen bearbeiten kann. Ja, aber das ist so im Groben erstmal der Plan. Warum möchte ich das alles machen? Nicht nur, um meinen Wollvorrat abzubauen, weil ich meine, um den einfach loszuwerden, könnte ich das ganze Zeug einfach auf Facebook oder eBay oder so verticken. Nee, ich möchte andererseits ein paar neue Sachen probieren. Ich möchte die Materialien, die ich mir gekauft habe, auch gerne mal eben in Action angucken. Vielleicht arbeite ich auch einfach nur eben irgendwas ab, um das dann zu verkaufen. So absolute Unikate. Ich weiß es nicht, aber das wäre halt eben eine Möglichkeit. Ich möchte aber auch meinen Wollschrank, ich zeige euch hier mal ein Vorher, wie das aussah. Ich möchte meinen Wollschrank so ein bisschen ästhetischer machen. Ihr seht ja, hier ist alles vollgestopft. Man kriegt ja kaum noch irgendeinen Knäuel da rein. Es ist wie bei den Schlömpels unterm Sofa. Und naja, schön ist halt was anderes. Und als ich diesen Wollschrank damals eingerichtet habe, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte so eine kleine Mischung aus Wolllädchen und gemütliche Atmosphäre da drin haben. Im Moment ist es aber einfach eben nur, ja, voll. Und zum Beispiel habe ich mir hier so eine Müsli-Schale mal gekauft, um hier Garnknäuel reinzumachen, wenn ich die verstricke. Das funktioniert eigentlich auch echt gut. Aber ich finde auch diesen Look von den Nadeln hier drin echt schick. Jetzt ist halt dann die Überlegung, hole ich mir irgendwie so ein kleines, schönes Gläschen oder eben so eine Kaffeetasse. Oh, da ist noch Kaffee. Nähe ich mir irgendwas, um eben diese Nadelspiele da aufzubewahren. Auch welche, mit denen ich so an sich gar nicht arbeite, aber auch aus Dekorationsgründen, weil das sieht halt schon schön aus. Auch vielleicht kleine gestrickte oder gehäkelte Sachen, sowas Amigurumi-mäßiges eventuell da reinstellen. Ich mache jetzt an sich kein Amigurumi. Ich habe halt einfach viele Sachen, viele Wolle. Irgendwas muss ich mir damit ja überlegen. Aber das sind halt Optionen. Ob ich die so wahrnehme, ist das andere. Aber ich möchte einfach meinen Wollschrank ein bisschen gemütlicher gestalten und nicht einfach nur so, ja, alles da reinkippen. Es ist einfach zu voll. Und ja, ich kann natürlich all das wegpacken und dann sieht das so aus, wie ich das möchte. Ich möchte halt mein Material gerne verarbeiten. Und ich möchte eben auch, da komme ich eigentlich zum nächsten Punkt schon, das Material, was ich habe, schätzen. Es ist ja schön und gut, einen Wollvorrat zu haben, der so groß ist, weil dann hat man natürlich Möglichkeiten ohne Ende. Aber irgendwie geht für mich dann dieses Wertschätzen der Dinge verloren, die man hat. Und da
möchte ich eben mehr drauf eingehen, für mich eben das zu schätzen, was ich habe, mit dem zu arbeiten, was ich habe. Und ja, ich meine, wenn mir das eine oder andere absolut nicht zusagt, dann wandert es eben in einen Vakuumbeutel und wird entweder weggegeben oder verkauft, je nachdem. Aber es wandert erstmal in einen Beutel auf die Seite, wird da gesammelt, bis sich da mehr zusammenfindet und dann kommt das weg. Dann war es halt eben einfach nicht mein Material, aber ich möchte halt ja mit den Sachen, die ich habe, ein bisschen anders umgehen. Ganz, ganz einfach. Ja, das nächste. Eine andere Überlegung, die ich auch hatte, und das war auch in den Tipps unter dem Video oder den Vorschlägen, da ich ja eine Strickmaschine habe, vielleicht das ein oder andere Sockengarn zu verarbeiten, sei es jetzt in Socken oder eben nur in Streifen. Meine Strickmaschine, das war halt ein Schnäppchen. Die kann Muster stricken. Und entweder mache ich ungefähr so schmale, aber dafür sehr lange Streifen, sodass die dann, ich nehme jetzt mal einfach diese Stricknadeln als Beispiel, ne, so runtergestrickt in ewig lang wäre dieser Streifen. Und dann lege ich halt die aneinander, nähe die dann zusammen und habe eine sogenannte Multimusterdecke in verschiedenen Variationen und mache die dann halt eben so hoch, wie ich sie brauche. Und stricke oder häkel vielleicht noch einen schönen Rand drum in einer einzelnen Farbe. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann natürlich die Sockenwolle, die ich habe, auch einfach zu Socken verarbeiten auf dem Ding. Ohne Muster. Oder zumindest ohne komplizierte Muster. Diese Muster muss ich dann per Hand machen. Und ich sag mal so, wenn ihr wollt, dann kann ich euch da auch ein bisschen drauf hin mitnehmen. Ich meine jetzt nicht auf der kompletten Reise von, ich verarbeite meine Sockenwolle zu einer Decke, sondern wenn ich zum Beispiel eben eine Socke mit dieser Maschine mache, dann könnte ich euch das mal zeigen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und ja, eben so ein paar Socken was machen. Weiß ich aber auch nicht so genau. Einfach hier auf, ich sag mal, auf schnell ein paar Socken anstricken, finde ich ein bisschen schwierig. Was noch? Ich habe mal eine ganze bunte Acrylwolle noch hier oben. Die habt ihr so gar nicht gesehen. Ich habe da aber ein Foto gemacht, weil ich eine Freundin heute fragen wollte, ob sie eventuell Lust hat, vielleicht eine Decke zu haben daraus. Oh, das ist ein super schönes, unscharfes Bild. So sieht die aus. Das sind alles mehr oder weniger ja Babyfarben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel in Kilo das ist, aber diesen Beutel oder diese Dings hier habe ich auf 1 Kilo geschätzt. Das ist falsch. Das ist definitiv mehr. Das hier vorne sind ungefähr so um die 12 Knoll pro Packung. Und das hier sind, ich glaube, 10 Knoll pro Packung. Das alles hier war im Angebot. Ich meine, 50 Cent pro Knäuel. Da kann man dann schon mal zuschlagen. Das Problem ist halt nur, wenn man nicht weiß, was man damit machen soll, sitzt man halt eben auf haufenweise Wolle. So wie ich. Aber gut. Da könnte ich mir eine gehäkelte Decke vorstellen. Die wird aber wahrscheinlich 25 Jahre dauern. Es gibt so einen Häkelstich, der nach. Also, ich glaube, der funktioniert so: Man hat Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen. Und dann sticht man eben mit der nächsten Farbe von der nächsten Reihe in diese unteren Maschen ein, um diese Lücken zu stopfen. Ich glaube, so funktioniert der. Ich bin mir nicht sicher. Ich suche den gerade, aber da ich nicht weiß, wie der heißt. Ist es ein schwieriges, dieses Muster gerade zu finden? Ich suche mal weiter, vielleicht finde ich den noch. Aber das wäre eine Möglichkeit, dieses Garn zu verwenden. Oder es kommt halt weg. Ne? Muss ich mal gucken. Es gibt auf jeden Fall einen Channel namens The Secret Yarnery.
Die macht wunderschöne Häkeldecken. Ihr gesamter Channel dreht sich halt nur ums Häkeln. Das wäre zum Beispiel einer dieser Stiche, der daraus, glaube ich, gut gehen würde. Der nächste wäre, also sowas zum Beispiel. Ja, sowas in die Richtung meine ich. Das könnte, glaube ich, auch gut gehen. Aber ich sag mal so, bevor ich mich dann da jetzt hinsetze und an der Decke häkel, überlege ich mir wirklich, 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 ob ich mir diesen Aufwand wirklich antun möchte, weil ich kann vielleicht zwei häkeln, zwei Reihen häkeln, vielleicht auch nur eine, und dann muss ich eine Pause machen. Zumindest vom jetzigen Punkt. Also ja, wie gesagt, das muss ich mir ganz gut überlegen. Es wäre allerdings halt eine Möglichkeit, ne? Wir reden hier von Möglichkeiten. Es geht ja darum, was ich denn damit vorhabe. Ob ich es auch dann da so mache, ist halt das andere. Aber ich überlege natürlich, was kann ich mit dem Garn machen? Wie kann ich es verwenden? Habe ich überhaupt eine Verwendung dafür? Und ich denke, dass ich das ein oder andere Bambusgarn, was ich da gefunden habe, verwenden werde. Das seht ihr ja dann im Anschluss in dem Reverie-Video. Vielleicht verwende ich auf die Art und Weise auch ein bisschen von dem Diva. Allerdings habe ich absolut keine Ahnung, inwiefern man Mikrofaser-Acryl trägt. Also, da weiß ich nicht. Jedenfalls, ich habe mir Gedanken gemacht. Das sind die Sachen, die ich gerne machen möchte. Und ich denke, in den nächsten Videos, also in den normalen Update-Videos, werde ich euch mal auf dem Laufenden halten, wie viele, unter Anführungszeichen 50 Gramm Knoll ich verarbeitet habe. Das ist nämlich das, was Retro Claude gemacht hat, die mich ja zu dem Ganzen hier inspiriert hat. Sie hat ihren gesamten Wollvorrat durchgeguckt, hat es umgerechnet auf 50 Gramm Knoll, wie viele das wären, und hat dann eben angefangen, das abzuarbeiten und dann immer wieder mal ein Update gemacht. Ja, ich habe in dem Monat 3 Knoll ungefähr verarbeitet. In dem Monat habe ich so und so viel verarbeitet. Und ich habe das mal umgerechnet. Ich glaube, bei mir sind das über 1022, 50 Gramm Knoll. Das ist natürlich viel. Aber es sind jetzt keine 1055 oder über 1000 physische 50 Gramm Knoll. Wenn ich jetzt einen 100 Gramm Knoll habe oder einen Strang, dann würde das eben 250 Gramm Knoll entsprechen. Wenn ich eben 225 Gramm habe, dann würde das eben einem 50 Gramm Knoll entsprechen. Und genauso ist das mit meiner 400 Gramm Acrylwolle. Das entspricht dann natürlich 8 Knoll. Also, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls wäre das eine Möglichkeit, die ich machen könnte, um euch mal eben zu sagen, wie viel ich verarbeitet habe. Und ja, auch mal dann gucken, was meine Ravelry-Liste macht, inwiefern ich da dran bleibe. Und überhaupt, was ich so tut, weil, naja, ich möchte das eine oder andere unbedingt abarbeiten. Ein Pullover will ich auch unbedingt stricken, auf den freue ich mich. Und ich glaube, den mache ich dann nach dem hier. Und, huch, das war falsch. Ja, vielleicht kommen diese Art Videos ab und an mal, weil ich das durchaus auch entspannend finde, hier zu sitzen und zu stricken. Und nun ja, ich wünsche euch jetzt recht viel Spaß beim Rest dieses Videos und bin schon gespannt, wie dann dieser März läuft, wie viel ich da abarbeiten kann und auch meine weiteren Pläne dann mit euch teilen kann. Viel Spaß! Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr euch auf Ravelry zurechtfinden könnt. Ich finde, das ist eine wunderbare Seite, wenn es ums Stricken und Häkeln geht. Man findet unfassbar viele Anleitungen,
Wolle und hat einen wunderbaren Überblick über die Anleitung, die man gekauft hat, die man favorisiert hat und auch über die Projekte, die man anschlagen möchte oder auch überhaupt über seinen Wollvorrat, wenn man diesen auf Ravelry anlegt. Wie ihr ja wisst, habe ich verdammt viel Wolle und möchte das so nach und nach abarbeiten. Hab auch in diesem Video viel über Ravelry erzählt. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Anleitung da gefunden habe oder überhaupt, wie ihr dann diese Seite navigieren könnt, falls ihr ein ähnliches Problem habt. Und ja, vielleicht hilft euch das ja. Also, das hier ist die Startseite. Wenn ihr noch kein Konto habt, dann ist hier oben wahrscheinlich all das weg. Ihr müsst auf dieser Seite angemeldet sein. Das ist kostenlos. Und die wichtigsten Punkte für mich persönlich sind Anleitungen und Garne hier oben links und dann hier oben rechts Notizbuch und vielleicht noch hier dieses Einkaufstäschchen. Da sind nämlich Anleitungen drin, die ich mir gerne kaufen möchte. Also zuallererst Anleitung. Wenn ihr hier drauf geklickt habt, könnt ihr eure Suche personalisieren, indem alle Strick- und Häkelanleitungen gezeigt werden, ausschließlich Häkeln oder ausschließlich Strickanleitungen. Hier seht ihr ein paar Anleitungen, die gerade angesagt sind. Kann euch gefallen, kann euch nicht gefallen. Wenn ihr jetzt aber irgendwas sucht, am Stöbern sein wollt, sage ich mal, dann müsst ihr hier oben auf die erweiterte Suche gehen. Und ich möchte hier auch anmerken, ups, am Handy funktioniert es genauso, es sieht nur anders aus. Aber die Funktionen sind an sich die gleichen. Also die mobile Version von Ravelry funktioniert genauso. Bin jetzt auf erweiterte Suche gegangen und dann sieht man, dass hier 766.000 Anleitungen für Stricken hochgeladen wurden. Fast 767.000. Das ist viel. Wie ihr hier seht, es finden sich Pullover, es finden sich Jacken, es finden sich Mützen. Wenn man ein Stück runter scrollt, findet man dann auch zusätzlich noch Socken und Tücher und Decken und keiner hat Lust, 2084 Seiten durchzuklicken. Weswegen es hier auf der linken Seite diese unglaublich schöne Funktion der Filter gibt. Man kann sich hier einmal eine Kategorie aussuchen, Bekleidung oder Accessoires, Dekoration und. Und ja, stimmt, da muss ich noch erwähnen, die Seite ist an sich auf Englisch, bei mir ist sie auf Deutsch, weil ich sie auf Deutsch gestellt habe. Ja, und zwar ist das hier, ihr müsst ganz runter scrollen, ganz runter, das ist ziemlich versteckt, ist ein bisschen blöd, aber hier steht Deutsch-Englisch. Da könnt ihr euch die Seite dann entsprechend umstellen. Auf dem Handy, glaube ich, findet sich das einfacher, aber ja, habt das dann auf Deutsch. So, jetzt könnt ihr weiter filtern unter Bekleidung, Langarm-Oberteile zum Beispiel oder Bademäntel, wenn ihr welche stricken wollt. Unter Langarm-Oberteile finden sich noch ein paar andere Kategorien wie Strickjacken und Pullover. Oder hier bei Oberteile finden sich noch Kategorien wie ärmellose Oberteile, trägerlose und so weiter und so weiter. Deswegen könnt ihr da eure Suche noch einschränken. Genauso auch hier über Hals-Oberkörper findet ihr dann Schals, Tuch, Stola. Und wenn ihr jetzt eben Tücher stricken wollt, dann werden euch alle Tücher angezeigt. Und dann kommt aber noch der Clou, finde ich. Es werden 67.899 Tücher angezeigt. Wenn er jetzt aber hier auf eins draufklickt, bei dem steht es zum Beispiel noch gar nicht mal dabei. Hier, das kostet 9 Euro. Ihr könntet es jetzt kaufen oder in den Warenkorb packen oder zu den Favoriten hinzufügen, wenn ihr wollt. Falls euch das gefällt, damit ihr es dann schneller findet, wenn ihr es dann doch kaufen wollt. Aber
wenn man jetzt speziell kostenlose Tücher suchen möchte, wer will sich denn hier durch alles durchklicken? Weil das kostet ja auch schon wieder Geld. Dann gibt es hier über den Filter die Möglichkeit, kostenlose Tücher rauszusuchen. Das heißt, es werden jetzt nur noch kostenlose angezeigt. Im Idealfall, manchmal spinnt das ein bisschen. Aber ich sag mal so, zu 95% sind das hier kostenlose Tücher. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, das hier angucken. Ist erhältlich für kostenlos. Da wandert ihr dann auf eine weitere Seite. Und müsst dann eventuell darüber die Anleitung runterladen. Oder eben ihr habt hier dann Download stehen. Ihr könnt das Tuch dann auch in die Bibliothek packen und findet es dann so auf jeden Fall auch schneller. Zu den Tüchern oder überhaupt zu diesem Aufbau dieser Seiten an sich. Ihr habt den Namen des Tuches, den Namen des Designers, welche Technik es ist, unter welcher Kategorie es sich findet, welcher Garnvorschlag gemacht wird, also das Garn hat sie verwendet, mit welcher Nadelstärke sie es gestrickt hat, wie viel Meter ungefähr verwendet wurden, was ich verdammt wichtig finde. Also wenn ich nach einer Anleitung gucke, für meine Bedürfnisse, gucke ich einerseits, ob hier gute Fotos dabei sind, weil manches Mal sind die nicht da. Das ist schade. Wie viel Meter verwendet wurden und vor allem hier, wie viele Projekte auch noch gemacht wurden. Warum? Wenn er hier draufklickt, dann seht ihr die gestrickten Tücher oder eben Projekte von anderen Leuten, falls sie diese hier verlinkt haben. Wie das geht, kann ich euch auch noch zeigen. Aber das hier ist zum Beispiel ein gutes Foto. Da kann man einen wunderbaren Überblick über das Tuch selbst bekommen. Das gefällt mir. Habe ich jetzt in der Bibliothek drin. Zack. Und kann das machen. Und da ich ja sehe, es hat 718 Meter, ist das eigentlich eine gute Bobbelmenge. Eine, ja, gute Bobbelmenge. Dann sagen, das hier, Garnname, Bobbel. Änderung speichern und habe das dann in meine Planung auch noch hinzugefügt. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe. Gut. Jetzt kann man zwar über diese Art und Weise Tücher oder sonstiges kostenlos finden, aber es gibt natürlich auch haufenweise gute Designer. Da gehe ich mal in meine Bibliothek und gehe mal auf. Ich gehe auf, ich gehe auf Lisa Hannes. Das ist auch ein gutes Beispiel. So. Lisa Hannes. Maliha ist ihr Designername und wie ihr hier seht, hat sie Kategorien. Sie hat Mosaiktücher, sie hat seitwärts gestrickte Tücher, sie hat Tücher mit Zöpfen, sie hat Tücher, die sehr bunt sind und Kleidung und Schals. Sie hat sich die Mühe gemacht und das alles unterteilt. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt ein Tuch mit einem Zopf haben möchte, kann ich hier raufgehen. Oder eben auch, sind sogar Pullis auch drin. Ja? Alles, was irgendwie verschränkte Maschen und Tücher beinhaltet, Zöpfe beinhaltet, ist hier in dieser Kategorie. Manche machen sich die Mühe nicht. Als Beispiel, ich nehme mal Drops. Das ist alles drin. Da ist einfach alles drin. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mit 247 Seiten durchzugucken. Nach 6 Seiten verliere ich meistens schon die Lust. Doch hier gibt es eine wunderbare Funktion von Ravelry. Und zwar, wenn man sowas hat, kann man bei jedem Designer eigentlich hier immer auf Suchen gehen. Dann landet man wieder hier auf dieser wunderbaren Seite mit diesen tollen Filtern. Kann einerseits, weil man hier ja Pullover, Jacken, gestrickte Decken, gehäkelte Jacken, gehäkelte Pullis hat. Einmal hier den Filter auf Stricken setzen. Somit habe ich ausschließlich gestrickte Sachen. Ich kann den Filter auf Bekleidung setzen, weil hier unter Accessoires sind ja auch 3.500 Anleitungen drin. Das heißt, es gibt Tücher, Decken und so weiter.
kann mich dann auf Pullover eben beschränken. Kostenlos muss ich nicht auswählen, aber ich habe über 2900 Pullover gerade zur Auswahl. Das heißt, ja, einerseits wurde es von den über 200 Seiten runter auf 63 gedrückt. Das ist schon mal gut, hoffe ich. Ja, und man kann sich dann hier halt durchklicken und Pullis suchen. Ja, oh, der ist schön. Ich schmeiße ihn mal in die Bibliothek. Wenn jetzt eben so ein Drops-Design richtig gut gefällt, meine Güte, Entschuldigung, dann klickt man auf dieses hier kostenlos, wird direkt auf die Drops-Seite weitergeleitet und hat dann hier eben die Anleitung, wie man den Pullover strickt. Ich meine aber, dass die Seite auch auf Deutsch erhältlich ist. Diese Funktion mit diesen Filtern auf dieser Seite hat jeder Designer. Wenn ich nochmal auf die Lisa Hennes gehe. Dann ist hier Untersuchung, die erweiterte Suche. Sie hat eine einzige kostenlose Anleitung und das sind Pulswärmer oder so. Oder Stulpen. Man kann aber hier auch unter Bekleidung, Accessoires unterscheiden. Also ja, diese Funktion hat jeder Designer. Was ich halt auch wahnsinnig gut finde, habe ich ja vorhin hier schon mal kurz gezeigt, welche Farben oder welche Wolle andere Leute verwenden. So kann man sich ein bisschen inspirieren lassen, wenn einem die vorgegebene Farbauswahl so gar nicht gefällt oder man eben sagt, okay, ich habe jetzt halt irgendwie was anderes, hat das vielleicht jemand schon mal benutzt? Ist eine super Sache, nutze ich sehr oft, vor allem eben, wenn vom Designer absolut schlechte Fotos zur Verfügung gestellt wurden. Es ist manchmal so. Manche machen einfach keine guten Fotos von ihren Stricksachen. So, jetzt kennt ihr die Bibliothek. Die Favoriten sehen eins zu eins genauso aus. Man findet dann halt eben die Anleitung. Wie gesagt, dann hier die Tücher oder die Projekte an sich und so weiter. Das Gleiche hat man dann hier vom Garn. Also das Garn, was verwendet wird, sieht man dann einmal, in wie vielen Projekten es verarbeitet wurde oder wie viele Leute es auf Ravelry in den Vorrat gepackt haben. Und da kann man zum Beispiel halt auch mal gucken, welches Garn hat jemand verwendet. Jetzt ist das hier zwar eine super Funktion, aber wahnsinnig mühsam, wenn man eben ein bestimmtes Garn sucht. Weswegen es dann diese Funktion hier gibt. So kann man jedes Garn suchen. Man muss es einmal eintippen. Ich nehme jetzt mal eins meiner Bambusgarne von Alice. Da seht ihr dann, welche Bambusgarne Alice rausgebracht hat. Und es gibt einmal Bamboo Fine, wo 826 Projekte gemacht wurden, oder Fine Batik Design, wo 770 Projekte gemacht wurden. Ich habe das hier, klicke hier drauf und habe dann das gleiche wieder. Es ist gehäkelt, es ist gestrickt, es ist alles. Kann dann hier auf Erweitert gehen. Kann dann hier auf Stricken gehen. Und kann mir so angucken, wer alles welches Garn verstrickt hat. Das hier zum Beispiel sieht echt gut aus. Das ist von einer Privatperson eben nachgestrickt. Das heißt, dass man diese Anleitung dann im Idealfall hier verlinkt findet. Kommt dann, wenn man da draufklickt, direkt zum Designer. Es ist leider eine Kaufanleitung. Aber wenn sie mir gefällt, kann ich sie in die Favoriten packen. Oder ich gehe eben wieder zurück und gucke an, was andere Leute gemacht haben. Das sieht nämlich auch nicht schlecht aus. Hier ist aber leider keine Verlinkung von einem Projekt.
Kommt vor. Da muss man halt mit leben. Was haben wir denn noch? Das sieht auch interessant aus. Oh, wow. Auch das kostet Geld. Na gut, ich kann es ja mal in die Favoriten packen. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, den Holden. Der sieht auch wunderschön aus. Der kostet aber leider auch Geld. Bin ich noch ein bisschen am Hadern, aber wahrscheinlich werde ich mir den holen. Mal gucken. Auch hier ein Holden. Naja, aber ihr habt, glaube ich, verstanden. Man kann sich so erstmal raussuchen, wer welches Garn verstrickt hat und auch, ja, wofür verarbeitet. Den habe ich sogar schon. Wenn man jetzt aber sagt, gut, das sind ja Farben, die habe ich so gar nicht, dann kann man auf den Garnnamen direkt klicken und hat im Idealfall alle Farben, die dieser Wollhersteller rausgebracht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Pink ich habe, aber ich weiß, ich habe hier ein so ein Blau. Mit diesem Blau wurden 25 Projekte gestrickt. Das heißt, ich kann dann hier draufklicken und sehe die Projekte, die ausschließlich mit dieser Farbe gemacht wurden. Das ist sehr praktisch. Es ist zwar Häkeln und Stricken gemischt, aber ist ja egal. Das sind ja nur 25 Projekte. Wenn es jetzt darum gehen würde, hier 50 Seiten durchzuklicken, dann würde ich das hier wieder unterteilen. Das Virustuch war auch etwas, was unfassbar durch die Decke gegangen ist. Das kostet auch Geld. Na egal, ich pack's mal rein. Das ist jetzt mal das eine Garn, was eben auch geht. Als anderes Beispiel. Die hier. Mit dieser Wolle wurden 161 Projekte gemacht. Da hat einfach nur jemand seinen Vorrat fotografiert. Aber gut, das kommt auch vor. Man sieht dann hier zum Beispiel, hat hier jemand Handschuhe gemacht. Man kann dann hier auf die Fotos klicken und sieht dann auch gleich direkt, welche Bilder dazu gemacht wurden. Kann da auch wieder auf erweiterte Suche gehen, wenn man unbedingt möchte. Aber manchmal gucke ich mir einfach wirklich nur gerne an, was andere gemacht haben. Einfach, wofür wurde das verwendet? Und auf diese Art und Weise habe ich, glaube ich, mit einer Wolle was gefunden. Und zwar Rowan. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Es war aber eine Tweed. Ich glaube, die hier. Die Felted Tweed. Und dann jetzt hier. 4000 Projekte durchzusuchen, ist mir einfach zu müßig. Weswegen ich dann hier dann in den Filter gehe. Unter Bekleidung. Oberteile. Trägerlose Ober, ja, sowas in die Richtung. Ich habe nämlich nur 700 Meter davon. Kann mir aber dann eben hier so ein, weiß ich nicht, wie man die nennt, halt so ein Ding da raussuchen und zu den Favoriten hinzufügen oder so. Also das geht dann auch. Wie ihr seht, ich finde, es ist eine unglaublich geniale Datenbank, wo man unfassbar viele Informationen über Wolle und die Anleitung bekommt. Auch wenn man seine Sachen dann in der Bibliothek hat. Man klickt einmal auf das Bild, klickt dann oben auf den Link oder eben auf den Namen von dem Projekt und kommt dann nochmal auf diese Seite. Kann sich dann da all die Projekte angucken, die gemacht wurden mit dem Garn. Die Anleitung hat noch keine Projekte. Aber ja. Ich finde das unfassbar gut gemacht und
Auf diese Art und Weise suche ich mir dann Projekte raus, worauf ich dann Lust habe, wie eben Pullover. Suche mir Sachen raus, die ich machen möchte. Und wenn ich eben zufälligerweise was gefunden habe, dann kann ich die in die Planung schmeißen. Über das Notizbuch kommt auf Projekte und Warteschlange. Das sind zwei Punkte, die ich in letzter Zeit recht oft nutze. Das sind hier Sachen, die ich fertig gemacht habe. An den zwei Projekten muss ich auch noch weiterarbeiten. Und dann habe ich aber hier meine Warteschlange. Und das ist dann eben dieser Punkt Warteschlange und Projekte, der für mich ziemlich eng verknüpft ist. Ich kann einerseits die Warteschlange ändern, wenn ich möchte, unter Change Order. Ich kann aber auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt mehr Lust auf das hier und dann rutscht das auf Platz 1. So, habe aber hier aufgelistet, welche Projekte ich gerne machen möchte und auch dabei stehen, welche Knoll ich damit verarbeiten möchte. Weil das ist teilweise Monate her, wo ich mir diese Listen gemacht habe und habe dann schon wieder vergessen, wofür. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das hier machen, dieses Under the Rainbow, gehe ich auf Bearbeiten. Nee, Entschuldigung. Gehe ich auf Projekt beginnen. Bist du bereit, dieses Projekt zu starten und einen neuen Eintrag in deinem Notizbuch zu machen? Ja, bin ich. Diese Anleitung aus meiner Warteliste entfernen? Ja. Dann verschwindet die hier und wandert in Projekte rein. Dann kann ich mein Projekt benennen. Das kann ich aber, wie hier auch schon steht, später noch ändern. Dieses Projekt anlegen. Das ist dann die Seite. So sieht es dann aus. Ich kann das dann hier noch editieren, wie eben steht, Under the Rainbow, wo ich dann sagen kann, Under the Blue Rainbow oder wie auch immer, irgendwie es ändern, damit ich meinen Touch hinzufüge. Es wurde heute gestartet. Ich kann eintragen, wann es beendet wurde. Die Anleitung wird hier verlinkt. Das ist, wie ich finde, halt recht wichtig, weil somit können andere gucken, was ich mit dieser Anleitung gemacht habe. Die Technik stricken, die Anleitung, die Musterkategorie kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde das unter Accessoires packen. Neck, Torso und dann unter Schal Wrap. Wenn man unbedingt möchte, kann man hier dann noch Informationen zu seinen Stricknadeln oder Häkelnadeln angeben. Welches Garn ich dann wirklich verwendet habe, kann ich hier auch noch angeben. Notizen kann ich machen, dann kann ich hier unter Save Changes meine Änderung übernehmen. Wenn ich möchte, kann ich Fotos hinzufügen. Das mache ich aber eigentlich immer am liebsten übers Handy, weil das wesentlich schneller geht. Und ich kann dann so darauf arbeiten. Wenn ich jetzt aber ganz spontan einfach sage unter Projekte, ich möchte ein neues anfangen, dann sieht das so aus. Ich kann meinen Namen für das Projekt hinzufügen. Ich schreibe mal einfach Pulli. So. Ich habe eine Anleitung benutzt. Und dann muss man hier den Namen der Anleitung eintragen. Das ist bei manchen recht leicht, aber bei Drops nicht. Drops hat immer irgendwelche eigenartigen Zahlenkombinationen. Deswegen überlege ich gerade auf ein Tuch. Ich glaube, so nennt sich das Whiskey Fight. So. Wenn man dann den richtigen Namen hat, dann wird eine Vorlage vorgeschlagen. Wenn es die ist, kann man hier auf Choose this Pattern klicken, also wähle diese Vorlage. Oder hier steht, falls Ravelry diese Vorlage nicht hat, dann kannst du ohne Verlinkung weitermachen. Ich werde das hier jetzt abbrechen. Obwohl, nee, ich dann hier draufklicke, komme ich auf dieselbe Seite wieder. Und kann meine
Änderungen speichern. Was ich dann aber auch machen kann, weil das werde ich mit dieser Anleitung jetzt machen, hier Pulli, dann zieht er ja hier diese drei Punkte, werde ich das Projekt löschen, weil, naja, war ja nur zu Zeigungszwecken. Aber gut. Ich denke, das war's. Ich glaube, ich habe alles besprochen, worum es geht. Ja, vielleicht noch den Garnvorrat. Weil, wie gesagt, einige, die haben ja den Garnvorrat auf Ravelry gepackt. Das ist der Garnvorrat, den ich hinzugefügt habe, aber ich hatte dann einfach keine Lust mehr. Das ist auch am einfachsten am Handy zu machen. Aber man kann entweder auf hier Add to Stash gehen, hat das dann auf einem in einem lokalen Wollgeschäft geholt oder Online-Shop. Kann man machen, muss man nicht. Der Name des Garns, da muss der Name halt genau passen. Ich schreibe mal Nana Grossa Gumitolo Alpaka. Ich glaube, so schreibt man das. Ach so, nee, Moment mal. Gumitolo Alpaka und dann Lana Grossa. Continue, also fortfahren. Hier wird vorgeschlagen, ich habe die hier. Und das finde ich jetzt ein bisschen ungünstig gemacht. Die wollen wissen, welche Farbe ich verwendet habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es braun-grün ist. Jetzt muss ich halt hier gucken, dass ich grün und so finde. Weswegen ich diese Art und Weise ein bisschen ungünstig mache. Kann dann hier auf Save Stash gehen. Das heißt, das wurde hinzugefügt. Was ich aber auch machen kann, was ich lieber mache. Ich lösche das mal wieder. Über Garne mein Garn suchen. Nochmal die Lana Grossa. Gummitolo Alpaka. Und auf Suchen. Dann gehe ich auf den Namen. Nicht auf die Projekte, sondern auf den Namen. Und dann sehe ich, welche Farben benutzt wurden. Ich glaube, es ist die. Nee, es ist doch nicht. Seht ihr? Meine Farbe ist nicht drin. Das ist ärgerlich. Nun gut. Egal. Ich nehme einfach die hier. Ja? Ich nehme einfach die. Ich kann dann hier einfach sagen. Eine im Vorrat. Diese Farbe, Anzahl der Knoll 5 in den Vorrat. Fertig. Das ist mein Stash. Das kommt weg. So, Lana, ja, okay, passt. Nochmal eine andere Farbe. Ein anderes Garn. Lana Grossa. Cool Wool Vintage. Auf den Namen klicken. Dann kann man hier unten einmal schauen, welche Farben gibt es denn. Die Farbe, die ich möchte, haben sie natürlich nicht dabei, aber ist ja egal. Zu Vorrat hinzufügen. Farbe kann später geändert werden. Ich nehme Brombeer. Also ich meine jetzt dieses ganz grelle Pink. Es ist kein Brombeer, es ist mir klar, aber zack, ich habe es hinzugefügt. Nächstes Garn. Alice Cotton Gold. Cotton Gold Solid. Habe ich zwar im Vorrat, ja. Ich weiß aber, dass ich ein sehr grelles Grün habe. Hier Acid Green könnte das sein. Das heißt, die 612. Dann suche ich hier die 600. Gibt es nicht. Dann halt so. Anzahl an Knollen 2.
Oder wenn ich weiß, wie viel Gramm es hat, kann ich auch dann 200 Gramm machen in den Vorrat. Und so kann man seinen Vorrat, oder halt seinen Garnvorrat, auf Ravelry eintragen, was auch echt schnell geht, und später dann am Handy, also am Handy funktioniert das genauso, aber in meinem Fall jetzt, bei meinem Beispiel, ich habe am Rechner die Garne hinzugefügt, dann kann ich am Handy dann Fotos machen und die dann eben später hochladen. Zum Beispiel diese Rowan Summer Light for Apply. Foto hinzufügen. Fertig. Wenn ich jetzt halt sage, okay, ich habe was abgearbeitet, kann ich hier Menge anpassen und kann ja, 0,5 Knoll oder sowas machen und fertig. Also ja, man. Huch. Ist ja gut. Man hat hier wirklich viele Möglichkeiten und man kann alleine auf dieser Seite stundenlang verbringen, einfach nur, um seinen Wollvorrat und seine Vorlagen irgendwie übereinzubringen, wenn man das möchte. Und so gehe ich vor, wenn ich eben einmal Wolle für meine Vorräte suche, Vorlagen für meine Vorräte suche und Wolle hinzufügen möchte. Oder eben ganz speziell wissen möchte, was mit Wolle, die ich besitze, gestrickt wurde. Und ich hoffe, dass euch das geholfen hat und gefallen hat. Und ja, auf diese Art und Weise werde ich jetzt meinen Stash so nach und nach abarbeiten. Die Warteschlange hat sich jetzt natürlich verschoben, weil ich ein Projekt angefangen habe. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil dieses Projekt Under the Rainbow, das schwirrt schon länger in meinem Kopf rum. Das möchte ich schon länger machen. Und vielleicht sollte ich es auch einfach mal anfangen. Also gut. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.